Mit diesem Videoclip warnt die Bahn schon länger davor. Selfies auf Bahngleisen, das ist lebensgefährlich. Auf ähnliche Weise sind 2011 in Memmingen zwei Mädchen ums Leben gekommen. Doch das schreckt offenbar nicht ab. Erst vor wenigen Tagen haben vier Jugendliche den Würzburger Rangierbahnhof als Fotokulisse benutzt. Für ein Shooting direkt auf den Schienen. Da fahren Züge mit hoher Geschwindigkeit durch, dort rangieren Züge. Also es ist absolut lebensgefährlich, sich dort in die Bahngleise zu begeben. Den Jugendlichen war anscheinend überhaupt gar nicht bewusst, in welche Gefahr sie sich dabei begeben. Und wir können hier vom Glück sprechen, dass nichts Schlimmeres passiert ist. 14 bis 16 Jahre alt waren sie. Einen Jungen und drei Mädchen hat die Polizei aufgegriffen. Kein Einzelfall. Immer mehr Jugendliche suchen mit ausgefallenen Selfies den Nervenkitzel. Wie Internetplattformen zeigen, beim Stichwort Bahn sind es vor allem Mädchen. Und das hat einen ästhetischen Aspekt. Gleichzeitig ist da natürlich vielleicht eine Assoziation von Weite, Tiefe, Ferne, ne? Vielleicht auch sowas Unendliches verliert sich im Hintergrund, was vielleicht so ein Symbol für die Freundschaft sein könnte. Falsch verstandene Romantik. Wie gefährlich sie ist, darüber klären Beamte der Bundespolizei auf. Allein im vergangenen Jahr an 300 Schulen in Bayern.